So, 3, 2, 1. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Livestream von Monster Hunter Freedom Unite. Und ich höre keinen Ton. Ja, ich war gerade so unglaublich schlau und hab mir gedacht, ach komm, bist du mal so frei und machst keinen Test und probierst es einfach mal aufzunehmen. Ich weiß auch, woran es liegt. Ich kann das mal ganz schön umstellen. Gleich wieder da. Ja, Standard Start halt, ne? Ihr müsstet theoretisch Ton hören. Ich muss allerdings hier. Wartet. Kriegt das hin? Ich bin Trust Me, I'm an Engineer. Das passt. Da. So, und jetzt theoretisch. Warte, Kopfhörer mal aufsetzen. Hör ich immer noch nichts. Ja, geilo. Geilo, Matiko. Easy peasy, obwohl hier theoretisch. Ah, scheiß drauf. Spiel ich eben ohne Ton. Ja, ich wollte heute mal optimistisch sein. Und ohne alles hier rein starten. Allerdings jetzt mal kurze Frage an euch. Hört ihr Ton? Das wäre so das Wichtigste, was jetzt so mir geht. Also erstens, hört ihr mich ohne Decken? Zweitens, hört ihr das Spiel ohne Decken? Das wäre mal nett, wenn das irgendjemand so reinschreibt. Warte, ich glaube, ich kann es selbst überprüfen. Nein, ihr hört keinen Ton. Egal, aber ihr hört schon mal nicht. Yeah. Wir haben Schritt Nummer 1 geschafft. Oh Mann, ich hasse es! Ich verfick nochmal Hassis. Allerdings als Spielton wird mir da auch nichts anderes sein. Es könnte ja auch einfach mal funktionieren, das wäre das Einfachste. Ach, wisst ihr was, wir machen es jetzt kurz, knapp, schmerzlos. Ich nehme jetzt erstmal eine Reihe von Quests auf. Also, wir machen Kampftraining. Wir haben ja letztes Mal Konkadala und Jan Kutku platt gemacht. Dann kommt jetzt der Daimyo Hermitower. Den machen wir jetzt mal schnell ohne Ton. Also, solange ihr mich hört, ist jetzt zumindest sehr erfüllt. Und ja, wie gesagt, wir leiden gerade beide darunter. Also ihr und ich. Also du und ich. Ne? Allerdings will ich jetzt nicht so typisch 15 Minuten später anfangen. Nee, wir machen jetzt erstmal eine halbe Stunde den Scheiß hier. Ich konnte auch komplett weglassen. So, und mit dem Jägerbogen hat man den schon gemacht, mit eifrigen Handball auch. Das heißt, jetzt kommt die Doppelschwerter-Action. Ja, ganz geil, Doppelschwerter. Tonlose Doppelschwerter sind die leisesten Killer, die es gibt. Daimyo Quest, yuppie, ja, Schweinebacke. Und genau, ihr habt ja alle schon oft genug Monster Hunter hier gesehen. Denkt euch einfach die Töne dazu. Mit einer Menge Fantasie funktioniert das auch mit Sicherheit. Da bin ich überzeugt von. Der sieht mich nicht. Hallo, Kumpel! Ja, du hast Hände und dahinter bin ich. So, ich kacke, wenn du gerade masturbieren bist und dann nimmst du die Hand vom Ding weg und plötzlich steht da so ein Simon vor dir. Das willst du eigentlich gar nicht sehen. Aber naja, vielleicht steht er ja darauf. Das wäre jetzt eine freudige Überraschung für ihn. Ach, ich weiß noch genau. Da haben Steam und ich mal so eine, ja, einen Speedrun mehr oder minder probiert mit zwei Shogun-Server Towern. Nein, nicht jetzt neu starten. Laptop, lass mich ja nicht im Stich. So, später. Also wir haben eine Speedrun-Quest versucht hier mit zwei Shogun-Server Tower. Ich glaube, das war auch irgendwie Arena oder irgendwas zum Downloaden, keinen Plan mehr. Auf jeden Fall hatten wir eine recht schöne Zeit. Und kurz vorm Ende entscheidet sich der Shogun-Senator dazu, ach, ich grab mich mal ein. Und dann bleibe ich mal eingegraben. Das Video haben wir auch hochgeladen, das ist mit Musik unterlegt. Da haben wir dann eine schöne Musik eingefügt an der Stelle, weil wir uns so gefreut haben, dass der Shogun sich so gerne eingräbt. Ja, manche Leute müssen sich halt verstecken, weil sie zu hässlich sind. Aber dein Video ist keiner davon.
Ja, mein Laptop, der will sich auch nicht verstecken. Der hat sich gerade angesprochen gefühlt. Ey, was soll das, Kumpel? Dodong! Also, ey, ernsthaft, Dodong, ich bin doch keiner davon. Das ist so doch was gemeint. Und, oh fuck, ich hasse es. Ey, ich bin gut weggekommen. Easy peasy, Jungens. Also, grundsätzlich ist mit Doppelschwertern hier die Taktik, soweit ich denke, genau die gleiche wie mit LS. Also einfach auf die Beine gehen, bis er umfliegt und dann am besten dabei nicht getroffen werden. Und zusätzlich, oh, genau, ihn die ganze Zeit umhauen. Dann gibt es ziemlich schnell Krabbenragout, da kann man endlich Sushi essen. Ja, mein Sushi besteht aus Krabbe, nicht aus Fisch. Fisch kann ja jeder. So, jetzt, oh fuck, jetzt ja nicht sterben, nur weil er wütend ist. Ja, da hat er wirklich Schaum vor seinem Ding, wo die Hände vorher davor waren. Wie kommt das bloß? Zufall? Nein, 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 das macht Schaden, das macht Schaden, das macht Schaden. Woher hab ich das gewusst? Ach, Shitty-Burns. Na gut, weil jetzt einige Leute noch dazugekommen sind beim Stream. Ich höre auch keinen Ton. Nochmal so, ne? Das ist gerade das Hauptthema des Streams. Ich höre keinen Ton, ihr hört keinen Ton. Wir sind taub. Also, tonlos. Taub wäre jetzt noch schlimmer. Darüber macht man keine Witze, deswegen. Wie bei Depressionen, da macht man auch eigentlich keine Witze drüber. Zwar kann man sich extrem gut an dem Thema aufhängen, aber man sollte es halt eben doch nicht tun. Ich bin gerade noch hart am Überlegen, warum ich keinen Ton höre, aber das mache ich dann in einer halben Stunde. Vielleicht auch noch mehr, wenn der Daimyo sich nochmal dazu entscheidet, mit seinen Klauen uns zu zerschnipseln, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Muss ich mal so zugeben, wie es ist. Aber es ist auch schön, ist jetzt der zweite, ne, mehr oder minder angekündigte Sonntagsstream, Samstagsstream. Ich bin Student, ich brauche keine Wochentage. Und bei dem wieder mal nicht alles funktioniert. Ich habe zwar jetzt die Elgato wieder, aber das heißt noch lange nicht, dass alles technisch einwandfrei ist. Ja, erstmal ein bisschen gegen die Beine laufen. Das ist so standardmäßig genial. Das stört ihn auch überhaupt nicht. Also er hat mich ja nicht mal bemerkt, es ist so wie eine kleine Fliege. Oh, guck mal, da ist ein Insekt. Hat sogar Insektoren in der Hand. Wie passend. Was macht der Typ hier eigentlich? Also ich weiß, die Monster werden gefangen und dann hier zum Schlachten hergebracht. Aber der kann sich ja einkramen, ne? Und wenn er lang genug kräht, müsste er es ja zumindest schaffen, irgendwie hier drunter durchzukommen. Ich denke, die Arena, naja, das... Ja, guck mal, da ist auch so ein Holzzäune. Also ich bin mir recht sicher, der könnte hier irgendwie rauskommen, wenn er denn wölze. Ähnlich wie der Diablos. Und Diablos verstehe ich, das ist so ein Akromonster. Wenn das einmal hier drin ist, dann kriegt er sich zwar ein, um anzugreifen, aber er denkt sich, Junge, ich zeig dir, wer hier der Boss ist. Und ja, zeigt halt, dass er der Boss in der Arena ist. Wo der ist, da ist sein Zuhause. Und wer was dagegen hat, der wird eiskalt umgebracht. Aber der Daimyo, der ist ja nicht ganz so aggressiv. Der ist ja eigentlich... Naja, wenn man jetzt mal genau biologisch betrachtet, ist der ja eigentlich nur ein total missverstandenes Lebewesen, weil der hat sich zwar einen spitzen Panzer zufällig gesucht, okay, nicht ganz zufällig, aber der hat sich gesucht, damit alle, oh Scheiße, genau, damit alle Leute denken, ey komm, der hat einen spitzen Panzer, ein langes dickes Horn, mit dem will ich mich nicht anlegen. Das ist so seine Kampfausweichtaktik. Weil Monobloss ist aggressiv, da denken sie, oh mein Gott, einer der Monobloss erlegt hat, gegen den will ich nicht kämpfen. Und ja, das heißt, eigentlich ist er eher so auf Verteidigen und Abhauen getrimmt. Aber nicht in der Arena, nee, da denkt er sich, oh guck mal, da ist ein Ausgang, kann ich weggraben. Scheiß drauf, ich bleib hier. Ne, weil ich habe ja den Panzer und wie ich meinen Panzer habe, muss ich mich verhalten. So gesehen hat er also nicht nur den Panzer des Monobloss übernommen, sondern auch sein Gehirn. Und das ist an sich, weil in so einer Situation, wo man eigentlich im Nachteil ist, nicht ganz so schlau, muss ich mal jetzt so sagen. Ah, oh mein Gott, er ist wieder wütend. Das heißt, ich muss aufpassen. Naja, seinen weißen Saft darf er ruhig ergießen von mir aus. Da habe ich nichts Großartiges dagegen zu sagen, solange er mich damit nicht trifft. Ich will immer noch nicht wissen, was er hier für Vorstellungen von mir hat während des Kampfes. Das könnte ein Grund sein, warum er nicht abhaut. Oh, Daimyo Blut, ich seh's, ich seh's. Oh, nein, 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 nein. Man wird natürlich auch das Dämonisieren ausmachen, wenn man rollen will.
beziehungsweise wenn man die Ausdauer fürs Rollen behalten will. Aber das ist bloß ein Vorschlag, das muss man nicht tun, das kann man machen, muss man aber nicht, wenn man vorbereitet ist, geht's auch ohne. Und wehe hier, du springst jetzt gleich wieder hoch. Perfekt, so will ich das sehen. Wunderschön, Rückkehr zum Dorf in einer Minute. So, jetzt muss man natürlich schön wieder Items sammeln. Gibt ja Item-Belohnung, soweit ich weiß. Oder zumindest soweit ich mir einbilde. Das ist seit den ersten paar Quests in der Arena war es bei mir so drin, da steht irgendwo Item-Belohnung und das heißt, je mehr Items du hast, desto mehr Belohnung kriegst du. Deswegen renne ich hier auch nach jeder Quest nochmal rum und sammle alles ein. In der Hoffnung, dass es mehr Punkte gibt. Und Einbildung ist ja bekanntlich auch eine Bildung, also passt das schon vollends. So, kleine Fassbombe. Und da wir momentan kurz Begrüßung an drei Zuschauer senden dürfen, gehe ich mal davon aus, dass der Stream nicht leckt und bis auf den fehlenden Ton alles in Ordnung ist. Sollte diese Annahme nicht stimmen, ihr habt da einen Chat, dort dürft ihr gerne Kritik anwenden. Und als nächstes machen wir den Typen mal mit der Kriegstrommel, also mit dem Hunting Horn. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es die Kriegstrommel ist. Und ja, mal sehen, wie gut das klappt. Also, Kirin haben wir, glaube ich, damit schon mal kurz angefangen. Das war gar nicht mal so super schlecht. Ah, sehr schön, Daniel Münzen. Deswegen denke ich, dass der auch an sich so jetzt recht easy gehen könnte. Allerdings, den kann ich ja weder stunnen. Also doch, den kann man stunnen, aber Mann, nicht ich. Muss man Skill haben und ja, kennt mich ja. Habt ihr gerade gesehen, wie ich spiele mit neuen Waffen? Den habe ich halt so nicht. Ich habe Luck. Ich weiß, Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird, aber so viel Glück habe ich dann auch wieder nicht. Das heißt, mit Hunting Horn würde ich auch wieder auf die Füße gehen. Die sind ja so allgemein die Schwachstelle von ihm. Und ich glaube, Lanze wird nochmal recht easy. So, was steht denn hier? Kriegstrommel. Wie gut ich mir das gemerkt habe. Bricht dem Daimyo den Rücken, indem du die volle Wucht des Jagdhorns entfesselst. Greif mit Schmackes an. Oh, den geben wir so richtig hart eins mit Schmackes auf den Popo. Da kann er aber spritzen, so stark er will. Allerdings. Verdammt, es leckt ab und zu. Danke für die Kritik. Also für das Feedback. Aber Feedback, schön, ich kann es lernen. Ich werde dann das nebenbei auch nochmal mit ändern. Ich weiß keine. Was zur Hölle singe ich hier? Mensch, ich will weiß. Wo ist weiß? Nein. Verteidigung hoch ist zwar schön, aber nein, das will ich nicht. Ich will genau das Ding. So. Theoretisch das ganze Ding zweimal. Das mit dem Lecken werde ich dann ab dem nächsten Start, also in genau 15 Minuten, also nach Hunting Horn und Lanze, dann auch nochmal neu machen. Also ich werde einfach dann die P-Zahl, also die Qualität nochmal ein Stückchen runterschrauben. Ich weiß, die ist jetzt schon nicht hoch, aber erstmal nochmal niedriger machen, um halt das Internet irgendwie zu entlasten. Weil ich habe halt sozusagen kein Internet, was den Upload anbelangt. Also Download, das, ja, da hätte ich 11 Megabyte pro Sekunde, wenn man mit Upload, nee, warte, mit Download streamen könnte, dann könnte ich hier 1080p beinahe anbieten. Ein bisschen leicht übertrieben, aber so theoretisch. Allerdings heißt bei Upload nicht einmal 1 Megabyte. Also 1 Bit pro Sekunde, Megabyte wäre noch. Ach, scheiß drauf, ich habe nicht Informatik gewählt. Also ich hatte zwar Informatik, aber das ist jetzt viel zu lange her. Um mir noch irgendwas davon zu merken. Nein, ich habe so mit Schmackes getroffen, aber das hat ihn nicht allzu sehr interessiert. Da muss wohl noch mehr Schmackes hinten dran. Das war 4 Schmackes, aber nicht getroffen. Also ich werde das auf 360p nochmal runterschrauben. Tut mir dann leid, aber wenigstens der Ton sollte schon sitzen. Und dann hoffe ich mal, dass alles, auch der Spielton, gut funktioniert. So, das war doch mal mit Schmackes gezeigt, was ich drauf habe. Yep, überhaupt nichts. Ich sehe zum ersten Mal, wenn man richtig guckt, sieht das aus wie diese japanischen Nudeln hier oben drauf. So die Ramen. Also nicht Bilderrahmen, sondern die Nudeln heißen halt Ramen.
Und das sieht genauso aus. Na fuck, jetzt aber mit Schmackes ausgewichen. Ihr habt es bloß nicht gesehen, weil ihr gerade gepinselt habt. Allesamt, auf einmal. Bin ich mir ganz sicher. Nein, lass mich in Ruhe. Nicht mit dem dicken Horn. Oh, obwohl gerade das dicke Horn ist, das will ich ja brechen. Ich will ja sein Horn brechen. Seine Stange so richtig hart mal bearbeiten. Wurde mir vom Jägermeister gesagt, ne? Und was der sagt, ist oberstes Gesetz. Das mache ich auch theoretisch beim Shogun Sail Tower ganz gerne. Also wenn ich den mal mit Hammer mache, gehe ich auch ganz gerne auf den Rücken. Das ist da bloß meiner Meinung nach irgendwie einfacher. Weil das der halt nicht so spitz ist. Habe ich übrigens gerade ganz kurz so ein Verwirrungszeichen angezeigt bekommen. Also es ist möglich, wenn man dann immer richtig schön oben auf den Kopf trifft. Wenn. So, das haben wir jetzt ein paar schöne Schläge mit Schmackes hinten drauf. Wenn das nicht gesessen hat, dann weiß ich auch nicht. Gut, es war jetzt nicht so direkt der Rücken, gebe ich zu. Ich bin auch nicht abgeblockt und ich glaube, wenn ich Rücken treffen würde, würde ich abblocken. Aber Schmackes war dabei und das ist ja das Wichtigste. Hallo Schmackes, ich lade dich zu meiner nächsten Party ein. Naja, ich weiß, der war flach, aber scheiß drauf. So, jetzt schön auf dem Rücken mit Schmackes. Ja, da block ich ab, sag ich doch. Scheiße, nein. Easy peasy, kein Problem. So, der Diamond Blut ist schon da. Das heißt, solange sollte er nicht mehr haben. Ja. Immer fangen die Monster an zu forzen, wenn man denkt, wenn sie denken, man merkt es nicht. Da, Sinu, Konzentration, jetzt nicht nochmal irgendwie hart gefickt werden. Nur weil es ein Monster fast tot ist. So, das müsste. Zumindest aus der Gang bringen. Und jetzt guck mir ins Gesicht, Junge. Bam, in your face. Ey, warum lebst du noch? Das sollte ein voll geiler Endkill werden. Endkrass Laser geil, aber nö. What? Ganz ruhig. Aber nö, du ignorierst mich. Einfach. Das finde ich nicht nett. Ah, dann aber jetzt. Zack, sag ich doch. Dass man dir immer alles zweimal sagen muss, finde ich nicht gut. Der Schnitzelfresser fragt gerade im Chat, wann der 24-Stunden-Stream nachgeholt wird. Wenn ich mal richtig munter bin. Es stimmt, der gab ja nun ein böses Ende. Bei 500 Abonnenten Special, sag mal so, wenn werden zwei 12-Stunden-Streams wahrscheinlich kommen. Oder sage ich jetzt mal so, ohne verbindliche Aussagen, einfach mal eiskalt. Weil wir haben, also ich mit Steam habe zumindest geredet, dass das 24 Stunden, das könnte für uns nichts sein, weil wir einfach ja nicht gut genug bei Sinnen bleiben können und ich einfach dann ja einen zu dünnen Nervendraht bekomme und Steam einfach in Trolllaune gerät, wenn er müde wird. Das sind so zwei Kombinationen, die passen halt nicht hundertprozentig. Und wir haben aber gesagt, dass 12 Stunden Streams in Ordnung sind, deswegen werden vielleicht einfach nicht ein 24 Stunden, sondern zwei 12er oder weiß halt nicht zusammen ist, zwei 13er. Irgendwie sowas in der Art könnte dann gegebenenfalls kommen. Aber das müsste ich dann nochmal mit Steam direkt bereden, was wir da machen. Und wir haben es Hunting Home geschafft. Mit Schmackes, mit richtig viel Schmackes. Und ja, sein Popo ins Gesicht was gegeben. Also, der ist jetzt ein Schlumpf, sozusagen. Besser kann man es nicht formulieren. Und ich denke gerade nochmal kurz darüber nach, warum ich keinen Ton höre und ihr auch nicht. Also ihr hört ja mich, das ist ja... Das ist ja die Stimme vor dem Herrn, mehr braucht man ja eigentlich nicht. Aber so ein bisschen... und so, was hier halt kommen würde... das hätte halt auch Vorteile. Okay, wir haben diesmal eine Schockfalle mit, dafür keine Schallbomben. Wir haben die jetzt zwar die ganze Zeit nicht gebraucht, die Schallbomben, weil sich nicht einmal eingeigelt hat. Was sehr schade ist, das würde einen guten Angriffsvorteil bringen. Aber ich denke, die Schockfalle könnte man gut benutzen, wenn er gerade wütend ist. Dort sollte sie am effektivsten sein, um halt dieses Wütendsein zu überbrücken. Und du rennst mich bitte nicht um. Ja, das... No. Nice. Also eiskalt.
Kann das endlich ausweichen, dass ich das 1 oder so drin habe. Ja, die wollen wir mal schnell blocken. Oder eben auch doch nicht. Mensch, Junge, entscheide ich mich schon mal zu blocken und dann so hilfst du mich nicht immer. Hab ich dich eiskalt überschätzt? Oh. Nee. So geht das aber nicht, mein Freundchen. Wenn ich mal denke, dass du triffst, dann triffst du gefälligst auch. Ja, genau so. Das wäre jetzt bewiesen, dass du keine Brille brauchst, weil du mich direkt neben dir doch noch getroffen hast. Okay, jetzt ja nicht wegen einmal neun übermütig werden. Einmal neun, dreimal getroffen werden. Schöne Bilanz, aber nicht gut, wenn man gewinnen will. Vor allem nicht gut, wenn man jetzt Heroics spielt, dann sollte man öfter mollen, aber deswegen tue ich es ja nicht. Ey, nope, Sir. Also nur warm ist schon. Ey, ich habe nur einen Spitznamen für dich. Hi, Olaf. Ich bin Olaf und ich mag Umarmungen. Nee. Und immer wenn ich an Olaf denke, muss ich hier bei Frozen daran denken, also einfach und verfroren. Wie hier. Du werd jetzt ja nicht frech, nur weil ich vom Thema ablenke. Wie hier Elsa die ganze Zeit von ihrer Schwester gefragt wird: Willst du einen Schneemann bauen? Die macht: Nope, Sir. Und. Ja, war falsch Richtung geblockt. Was macht Elsa, sobald sie draußen ist? Erstmal einen Schneemann bauen. Da würde ich mich als Schwester auch echt verarscht fühlen. So einfach sage ich jetzt, was ist. Das, ja, ganz, ganz böse Schwester Elsa. Will bloß nicht mit ihrer Schwester spielen, aber Schneemann an sich ist ja schon cool genug. Da wäre ich von Anfang an genau auf die Beine gegangen. Dann hätten wir das ja schon viel eher erreicht. Und Mann, warum stinkt genau jetzt meine Schärfe? Ach, was für eine Scheiße. Übrigens Schärfe. Ich musste jetzt auch in der Uni lernen, dass Physiker scharfe Formeln haben. Ja. Erklärt auch, warum da die Freundin eher nur imaginär ist. Für uns sind halt die Frauen nicht so scharf. Wir haben scharfe Formeln. Ich fand's an sich recht geil. Der bewegt sich aber nicht, oder? Nein, der nicht. Der ist nett. Nett, süß und kuschelig. Wehe dich, du machst meine Schockfalle kaputt. Alter Junge, was soll der Kack? Extra für dich eine Schockfalle. Oh, ich besorg dir nie wieder ein Geschenk zu Weihnachten. Schlimm mit dir, so dieses Daimyo-Blut da. Das ist schon mal ein Anfang und er ist nicht mehr wütend. Ist der nächste Schritt nach vorne. Och Mann, ich dachte, ich wäre nicht gemolt. Bin ich nicht gemolt? Ich hab's nicht gesehen, also jetzt auf jeden Fall nicht. Ich hab gerade die Augen zugehabt, ne? Hab gerade mal schnell geschlafen. Ist in dem Kampf ja nicht so schlimm, wenn man das mal tut. Na, jetzt sollten noch ein paar Schläge fehlen. Und er ist tot. Easy peasy! Wie vermutet! So, schnell die Waffe wegstecken. Na, komm, mach das auch, was ich schare. Und dann wieder schön Sachen sammeln. So, da wir den jetzt geschafft haben. Ganz einfach, ohne zu sterben mit Lanze, ja. Sondern auch mit Daimyo durch. Jetzt würde ich erstmal schnell wieder den Stream kurz beenden. Die ganzen Tonsachen nochmal neu machen. Gucken, wie ich das jetzt besser hinkriege und so weiter und so fort. Oh, scheiße, ich glaube, ich weiß wieso. Egal, das mache ich jetzt gleich. Und dann auch nochmal, wie gesagt, die Qualität ein bisschen runterstellen, damit ihr das Laggen nicht mehr habt. Hoffentlich. Das ist jetzt bloß so meine letzte Idee, was ich noch machen könnte, um auch das letzte Tonlecken irgendwie abzuschaffen. So, ich hoffe, ihr entschuldigt die 5 bis 10 Minuten Pause, die jetzt kommt. Ich würde sagen, spätestens 12.40 Uhr machen wir dann weiter. Ansonsten erstmal Adios Amigos, vielen Dank fürs Reinschalten, dranbleiben, zuhören und auf Wiederhören. Aber verdammt, muss ich die Dinger noch abnehmen. So, deine Münzen, ganz wichtig. So, und mein Geld, ja, meine Punkte. Ich hab fast vergessen, Mensch. Ah, Daten aktualisiert. Schön, schön, schön. So, Belohnung, ja, schön, nehme ich. Kein Problem, immer her damit. So, jetzt aber.